nyáron költöztünk haza Ausztriából, és ugye ott van nekem két nagyobb gyermekem, akik már egész jól tudnak németül, járnak a Gyöngyihez tanulni, és aztán ő mondta, hogy van ez a hangolódó a kicsinek, amit nagyon szeret, mert otthon énekli az énekeket, mi is nagyon sok német zenét, gyerekzenét hallgatunk otthon. A nagyszüleim német, Dörfner, a anyai ágról, apai ágról pedig Ringlauf, úgyhogy bár otthon nem igazán beszéltek már ők olyan tökéletesen németül, kicsit így magyarral vegyítve. 3 éve nagyfiammal kezdtünk hangolódóra járni, akkor indult igazából, és mindjárt a kezdetektől csatlakoztunk. Nagyon szereti a kisfiam. Én gyerekkoromban tanultam németül, így jó volt újra hallani ezeket a mondókákat, énekeket. A legnagyobb büszkeséggel töltött el, amikor 2,5 évesen otthon legózás közben elkezdett egy kis mondókát mondani, és akkor azonnal rohantam a kameráért, és fölvettem. És szinte még magyarul is alig, azért nem olyan folyamatosan beszélnek 2,5 évesen, és hogy németül így megszólalt, ez nagyon jó dolog volt. És a Gyöngyi magyarul is mondja, németül is mondja a dolgokat, így értik, hogy mit beszélnek, és nagyon nagy élmény. És most a második kisfiammal is elkezdtünk járni, ő is nagyon szereti a közösséget. Szerintem fontos, hogy már így kezdetekkor megismerjék az idegen nyelveket. Egy új tapasztalat nekik. Guten Morgen, David. Guten Morgen. Der Tommy is da. Guten Morgen, Tommy. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Gyöngyi Scherer und ich bin Deutschlehrerin. Ich unterrichtete sehr lange, 8 Jahre lang vielleicht, in der Valeria Dienes Grundschule. Und ich unterrichtete in der Unterstufe. Als mein Sohn geboren ist, im 2017, habe ich sehr viele ungarische Babybeschäftigungen besucht. Und als Deutschlehrerin fehlte mir sehr ein Treffen, wo wir mit unserem Kind deutsche Kinderlieder, Reime und so weiter, also dass wir singen können. Der Verein Libelle, Deutsches Spielhaus, wurde 2018 gegründet. Im gleichen Jahr wurde auch die Einstimmung aufs Deutsch für die ganz Kleinen gestartet. Ihre Tätigkeit wurde 2021 auch durch die Bethlen-Gabor-Stiftung unterstützt. Hangolodo ist eine Babybeschäftigung zwischen 0 bis 3 und die Teilnehmenden können deutsche Kinderlieder und Reime kennenlernen. Und natürlich, wir entwickeln Rhythmus, Bewegungen, Denkfähigkeit mit verschiedenen Spielen und Spielzeugen auch. Und es ist sehr wichtig, was ich mit welchem Lied oder Reim entwickeln kann. Es gibt sehr viele Familien, die noch ungarndeutsch sind und sie besuchen sehr gerne Hangolodo-Treffen. Und es gibt einige Familien, die gar nicht die deutsche Sprache kennen, aber sie wollen, dass ihr Kind schon als Baby die Sprache hört. Es gibt immer aktuelle Themen. Ich achte immer darauf, mit den Kindern solche Reime und Kinderlieder singen, was aktuell ist. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, Ostern, Weihnachten, Nikolaustag, Martinstag und natürlich früher vor der Pandemie haben wir ein bisschen Gastronomie auch gemacht, als etwas aktuelles Thema war, zum Beispiel Fasching, habe ich Faschingkrapfen gebacken, etwas Ungarndeutsches. Und die Mütter konnten das schmecken und sie haben das Rezept auch bekommen und sie konnten das auch zu Hause auch backen.
Einstimmung aufs Deutsch ist immer beliebter. Heute erhält sie regelmäßig Einladungen von deutschen Selbstverwaltungen zahlreicher Siedlungen in der Nähe von Sexart und auch aus der Planau.